Ja, ich freue mich sehr, 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 heute in Hannover zu sein. Ich war auch das letzte Mal in Stuttgart unter den Teilnehmerinnen, weil es mich einfach interessiert hat, wie so eine Streikkonferenz aussieht und weil man ganz viel lernt, auch von den Praktikern, auch von den Arbeitsgruppen. Insofern bin ich wirklich geehrt, ja, dass ich heute hier den Eröffnungsvortrag auch noch halten darf. Wenn ich mir selber ein Thema gewählt hätte, wäre es nicht dieses gewesen unbedingt. Das ist eine relativ emphatische Formulierung, ja, prekär und widerständig für die Zukunft gewerkschaftlicher Erneuerung. Wir WissenschaftlerInnen sind immer so ein bisschen verhaltener, eher ein bisschen kritischer, nachdenklicher, sodass ich jetzt im Folgenden ein bisschen was erzählen werde, wie schwierig Widerstand unter prekären Verhältnissen aussieht oder ist. Meine Weisheiten habe ich nicht im Elfenbeinturm unbedingt erworben, sondern wir haben in Erlangen sehr viele Projekte, vor allem über die Gründung von Betriebsräten in prekären Dienstleistungsbereichen gemacht, also und viel Geschichten gehört einfach, wie schwierig das ist. Ja. So, fangen wir mal gleich an. Ups. Geht es? Also im Folgenden gehe ich ganz am Anfang, es ist eine Streikkonferenz, auf die Streiks der letzten ein, zwei Jahre ein, die im prekären Dienstleistungsbereich stattgefunden haben. Die Sibylle hat schon gesagt, es gab viele auch motivierende Beispiele, gerade in den letzten Jahren. Ich sage aber auch was dazu, wie insgesamt die Problematik solcher Streiks aussieht. Anschließend ein bisschen genauer, wie sind so die Befindlichkeiten, die Schwierigkeiten der Organisierung in prekären Verhältnissen und wann kommt es dann doch am einen oder anderen Eck zu verrückten Kämpfen, also zu Kämpfen, die unter Bedingungen stattfinden, wo es schon verrückt erscheint, sich überhaupt zu wehren. Und am Schluss wirklich nur ein paar Ansätze, Zukunft gewerkschaftlicher Erneuerung, ich glaube, das müssen wir gemeinsam diskutieren auf der Konferenz, da sage ich nur ein paar Worte dazu. Am Anfang so ein paar Bilder. Das sieht ehrlich gesagt nicht sehr nach Spaß aus, wie Sibylle jetzt vorhin forderte. Streiken macht Spaß. Das sieht eher nach Organisierung aus. Links oben sieht man ein Bild aus dem Einzelhandelsstreik. Das war der längste und auch umfangreichste Streik des Jahres 2013, ja, mit den meisten Streiktagen immerhin. Eine schwierige Sache, ja, haben wir alle verfolgt, glaube ich, von Mai bis Dezember 2013 wurde gestreikt, vor allem in Baden-Württemberg, muss man sagen, ja, also knapp die Hälfte aller Streiktage entfielen auf Baden-Württemberg und es war eigentlich auch nur ein kleiner Teil der Einzelhandelsbeschäftigten und auch nur 10% etwa der Gewerkschaftsmitglieder an dem Streik beteiligt, ja, war nicht so einfach. Es ging um den Manteltarifvertrag, der wurde verteidigt, das war aber ein Kompromiss, mit dem beide Seiten leben konnten. Schwierige Sache trotzdem. Trotzdem wurde er durchgeführt, ja, ist auch ein Erfolg, mit so einem Organisationsgrad zu streiken. Rechts oben, die Charité, werden viele erkennen, ist auch so ein Flaggschiff des Streikens unter schwierigen Bedingungen. Immer wieder machen die das. Da geht es eigentlich immer um Personalbesetzung. Im Hintergrund die Verdi-Kampagne dazu, also auch nicht einfach, aber immer wieder erfolgreich. Ja, also das ist ein lang andauernder, hartnäckiger Kampf, der stattfindet. Rechts dann in der Mitte vielleicht der erfolgreichste Streik privaten Bewachungsgewerbe oder Sicherheitsgewerbe. In Nordrhein-Westfalen fand ein Streik in der Flugsicherung statt. Anfang des Jahres 2013, der sehr erfolgreich war. Verdi hatte 30% Lohnerhöhung gefordert, sowas gibt es eigentlich nicht mehr. Und durchgesetzt wurde, nachdem 7-mal erfolgreich die Flughäfen Bonn, Köln und Düsseldorf bestreikt wurden, durchgesetzt wurde eine zweistellige Lohnerhöhung, die, man kann sie so oder so rechnen, entweder bei 10-20% irgendwo lag. Also ein Riesenerfolg tatsächlich. Rechts unten weniger erfolgreich, ich habe das Buch dabei, 9 Monate Streik bei Neupack. Also die haben lang gestreikt und am Ende haben sie sich doch nicht durchgesetzt. Also die wollten einen Tarifvertrag, gerechte Löhne. Ich gehe nicht darauf ein, woran es genau lag, ist umstritten. Ja, letztendlich ein langer Streik mit einem sehr beschränkten Erfolg. Am Ende gab es eine Betriebsvereinbarung, Lohnerhöhungen, aber keinen Tarifvertrag. Links unten, tolles Beispiel wieder. Erst im September hat die NGG abgeschlossen einen Tarifvertrag mit Autogrill, einem multinationalen Konzern, der bisher keinen Tarif hatte
Und da ist auch monatelang gestreikt worden, am Schluss mit einem unbefristeten Erzwingungsstreik auf 5 Autobahnraststätten. Die haben sich wirklich durchgesetzt und sind jetzt, haben einen Tarifvertrag der Systemgastronomie. Na und last but not least, nicht fehlen darf natürlich der Streik bei Amazon, bei dem, glaube ich, viele, auch ich, ja, ich lese immer, was jetzt wieder Neues ist. Das ist so ein paradigmatischer Konflikt, der momentan zwischen Verdi und Amazon ausgetragen wird, wo man sieht, beide Seiten sind hartnäckig, rüsten auf. Ja, also Amazon droht mit Verlagerung aktuell. Verdi sagt, wir können auch noch anders. Ja, also das ist einfach spannend, wie das ausgeht. Und noch unklar, meiner Meinung nach. Ja. Im Hintergrund bei vielen dieser Streiks standen Organizing-Kampagnen, ja, die das Vorfeld auch bearbeitet haben. Genau, also insgesamt kann man sagen, wenn man sich das so Revue passieren lässt, bei solchen prekären Streiks im prekären Dienstleistungsbereich, geht es oft um sehr grundlegende Forderungen, also ganz oft um die Anbindung an den Tarifvertrag oder die Verteidigung grundlegender Rechte, wie zum Beispiel der Manteltarifvertrag sie festschreibt. Konfliktträger sind eben häufig nicht die Massen, sondern sind oft eher kleine, besonders kampfstarke Gruppen, also im Sicherheitsgewerbe zum Beispiel oder auch im Einzelhandel sieht man das, dass das sind einzelne Filialen, die über lange Zeit hinweg, ne, auch eine gute Streikfähigkeit entwickelt haben, ja, kampfstark sind und sagen, wir machen das, aber sie sind oft nicht die Mehrheit der Beschäftigten und sie haben mit einem sehr harten, heftigen, renitenten Widerstand der Arbeitgeber zu kämpfen, die alle Mittel einsetzen häufig. Von Streikbruch wie bei Neupack mit Leiharbeit über die Drohung mit Verlagerung, juristische Mittel. Also da werden harte Bandagen angezogen. Und die halten auch lange durch, ja, die Arbeitgeber in dem Fall. Die Konflikte sind oft verbissen, hartnäckig, lang andauernd. Auch im Einzelhandel wird es wieder weitergehen, ja, ist ganz klar. Und es kommt letztendlich zu Situationen, die sind sehr stark politisiert, sehr stark zugespitzt, auch medial aufgeladen, ja, erbitterte Feindschaften sozusagen. Und das sind Situationen, wo typischerweise nicht alle in der Belegschaft mitgehen, also wo es auch Konflikte zwischen den Belegschaften, zwischen den Beschäftigten gibt. Aber eben auch, ja, das ist die Kehrseite, Prozesse, also der Mobilisierung, eben der normativen Integration, sagen wir in der Soziologie, aber der kollektiven Anbindung oder auch der Formierung von so kollektiven Kampfeinheiten. Ne? Also und ja, der Frank Pirske hat, glaube ich, gesagt, es gab 30.000 Gewerkschaftseintritte zum Beispiel während des Einzelhandelsstreiks. Ja? Also das sind auch Prozesse der Vergewerkschaftlichung letztlich dieser Bereiche. Im Ergebnis, ich habe es gesagt, sehr heterogen. Es ist nicht sicher, dass man gewinnt. Also ich bin da nicht so emphatisch wie Sibylle gerade. Ja, die Ergebnisse sind unterschiedlich von großen Erfolgen bis hin zu eher Niederlagen. Aber da würde ich es auch mit Bert Brecht halten, um ihn einmal mehr zu zitieren. Wer kämpft, kann gewinnen. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und meistens geht es den Beschäftigten hinterher besser als vorher. So viel kann man sagen. Ja. Trotzdem, nochmal zurück. Wie sieht's denn aus in diesen prekären Arbeitsbedingungen, um die es hier geht? Also ich spreche von Einzelhandel, Sicherheitsgewerbe, Callcenter, Pflegebereich etc. Es ist häufig eben keine existenzsichernde Arbeit, sondern ich finde den Begriff immer wieder gut, Arbeit in Häppchen für wenig Geld, die da stattfindet. Die ist nicht absichernd für die Leute, sie ist befristet, oft zeitlich reduziert, Teilzeit, also Teilzeit, Mini-Midi-Jobs sind häufig. Und findet flexibilisiert statt an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten. Das reicht eben nicht auf, um die Leute in ihrem Leben abzusichern, um ihnen auch eine Zukunftsplanung zu ermöglichen, sondern ja, sind sozusagen die leben auch von der Hand in den Mund teilweise. Und es ist auch nicht Quelle von Anerkennung oder Sinn, ja, die man in der Arbeit erfährt, sondern die Arbeit ist häufig eher, sind Bad Jobs, wenn man so will, ist eher mit Missachtungserfahrungen verknüpft. Ich spreche nie von unqualifizierter oder auch einfacher Dienstleistungsarbeit, wenn ich von diesen Bereichen spreche, sondern ich spreche immer von schlecht bezahlter oder prekärer Dienstleistungsarbeit, denn die Jobs sind weder unqualifiziert, noch sind sie einfach, sondern da herrscht ein hoher Leistungsdruck und die Leute müssen auch einiges können in ihren Jobs. Aber was sie alle gemeinsam haben und deswegen werden sie auch so schlecht bezahlt, sie sind gesellschaftlich gering bewertet und deshalb werden sie auch von Menschen ausgeführt, die einen relativ oder einen geringeren Status haben in der Gesellschaft als andere Menschen. Das hängt eng zusammen.
Deswegen werden diese Jobs auch überwiegend von Frauen, oder nicht überwiegend, aber zum großen Teil überproportional stark von Frauen und Migrantinnen ausgeübt. Man muss auch sehen, dass prekäre Jobs für die Beschäftigten häufig nur einen Teil ihrer ohnehin prekären Lebenslage darstellen. Also wenn man Interviews mit den Beschäftigten macht, das sind sozusagen prekäre Lebensgeschichten am Stück, ja, Migrationserfahrungen, wirklich gesundheitliche Probleme, alleinerziehende Mütter, wirklich eine Vielfalt einfach an problematischen Bedingungen, die sich häufig häufen und wo dann die Bad Jobs nur einen Teil davon darstellen. Ja. Also wenn man sich das so ein bisschen Revue passieren lässt, versteht man, dass Widerstand unter prekären Verhältnissen schwierig ist. Ja, das ist meine Message. Ich sage nicht, es geht nicht, im Gegenteil, wir haben ja viele Beispiele. Ich sage, es ist schwierig und in unseren Interviews oder auch Beispielen in den Betrieben, wo es zum Beispiel um die Gründung von Betriebsräten ging, wundert man sich eigentlich, warum das so lang dauert. Ja, typisch ist eine lange Leidensfähigkeit dieser Belegschaften. Auch beim Neupakt zum Beispiel, die haben 20 Jahre gebraucht, um dann irgendwann einen Tarifvertrag zu fordern. Also im Gegenteil, die Leute machen erstmal ziemlich lang, ziemlich viel mit. Und das liegt daran, dass individuell die Menschen einfach nicht dran glauben, dass sie was ändern können. Es existiert ein sehr ausgeprägtes Machtungleichgewicht zwischen auf der einen Seite sehr schwachen Beschäftigten mit wenig eigenen Ressourcen, wenig auch Standing in ihrem Leben und multinationalen Konzernen häufig auf der anderen Seite, die über eine Unmenge an Geld, an juristischen Mitteln und auch an Repressionswillen verfügen. In der Situation ist es ganz klar, dass die Beschäftigten Angst haben. Das ist das zentrale Stichwort, glaube ich, in den Bereichen Angst, Ohnmachtserfahrung und auch eine Verinnerlichung des Gefühls, dass man schwach ist. Ja, das erlebt man auch, wenn man aufs Amt gehen muss und man erlebt es überhaupt. Die Menschen haben es oft erlebt in ihrem Leben, dass sie die Dinge nicht ändern können. Ja, insofern herrscht Perspektivlosigkeit erst mal vor. Ja, das ist der Grund für dieses lange Leiden. Der andere Grund ist, also warum sich nichts tut in diesen Bereichen, ist, dass die Vergemeinschaftung der Leute schwierig ist. Jeder versucht irgendwie individuell klarzukommen, weil man auch wenig miteinander zu tun hat. Die Beschäftigungsbedingungen zeichnen sich auch durch räumliche, zeitliche und kulturelle Heterogenität räumlich. Ne, Tausende von Beschäftigten sind auf viele kleine Filialen, Restaurants, Baustellen verteilt. Zeitlich, das sind alles also auch häufig eben Teilzeitarbeit, flexible Teilzeitarbeit, verschiedene Schichtsysteme und es gibt einen großen Personaldurchlauf in diesen Bereichen. Also die Leute bleiben 6 Monate und dann halten sie es nicht mehr aus und da kann sich auch in der Zeit keine Kollegialität entwickeln. Und schließlich, es sind sehr unterschiedliche Menschen, sprechen unterschiedliche Sprachen, haben sehr unterschiedliche Lebenslagen. Auch das ist schwierig als Voraussetzung für eine kollektive Interessenvertretung. Und last but not least, was auch fehlt in den Bereichen, ist die Gewerkschaft, immer noch, ja. Also und ist oft auch ein Betriebsrat. Es gibt eigentlich nicht auch nur ein Mindestmaß an institutionalisierten Interessenvertretungen, wo man hingehen kann und seine Probleme erzählen kann. Wenn es die gibt, dann sind die Betriebsräte in den Bereichen oft weit weg, irgendwelche Gesamtbetriebsräte, die in Berlin sitzen oder so und formal zuständig sind, aber ja, sich nicht weiter um die Leute vor Ort kümmern. Also die Situation gibt es auch ganz häufig in diesen großen Dienstleistungskonzernen, muss man sagen. Summa summarum, es ist jetzt jedem klar geworden, und ihr müsst jetzt auch nicht so frustriert sein, gleich kommen die Kämpfe, ja. Aber summa summarum, man versteht, warum die Leute eher schauen, dass sie individuell irgendwie überleben. Vorherrschend sind auch, also die Soziologen sagen, Exit statt Voice-Strategien. Also ich hau ab, wenn ich es nicht mehr pack. Ja, und investiere gar keine Energie da drin, irgendwas zu verbessern. Ja, also die Betriebszugehörigkeitsdauer ist gering in den Bereichen, weil das ist die Problemlösung, ich gehe einfach. Und kollektiver Widerstand scheint geradezu verrückt. Der Begriff stammt nicht von mir, sondern stammt von Leuten, die unter solchen Verhältnissen Betriebsräte gegründet haben und die gesagt haben, wir waren ein paar Verrückte, die es trotzdem gemacht haben. Ja. Also, und es gibt solche Verrückten, die es trotzdem machen. Und wenn man sich anschaut, wer ist denn das? Und an welchen Punkten tun die das?
dann kann man sagen, das sind auf jeden Fall immer Leute, die doch schon länger dabei sind aus irgendwelchen Gründen, die aus der Stammbelegschaft kommen. Manchmal auch aus dem unteren Management, ja, die so ein paar Schritte sogar Aufstieg gemacht haben. Deswegen haben sie auch nicht gewechselt. Ja. Die haben Kontakte zu den Beschäftigten und sie haben betriebliches Wissen erworben über ein paar Jahre hinweg. Sie haben oft überdurchschnittliche Qualifikationen. Und was ganz wichtig ist, oft auch ein Erfahrungshintergrund, der es ihnen erlaubt, die betriebliche Realität an einem Maßstab zu messen, der außerhalb des Betriebs liegt. Also sie haben einen Referenzrahmen, der ihnen sozusagen eine Beurteilung ihres Alltags an anderen Maßstäben ermöglicht. Ja. Das können politische Maßstäbe sein, die sind vielleicht organisiert. Das können gewerkschaftliche Menschen im Nahbereich sein, also vielleicht ein Betriebsrat als Vater, als Ehemann oder sonst wie. Das können religiöse Überzeugungen sein oder ganz häufig auch mit einem Migrationshintergrund. Also ich habe viele Menschen getroffen, die gesagt haben, in meinem Land, wo ich herkomme, da haben wir keine Rechte. Wir dürfen uns nicht gewerkschaftlich organisieren. Hier haben wir das Recht. Da müssen wir müssen es durchsetzen, wir müssen es uns nehmen. Also das ist auch ein Anreiz, aktiv zu werden. Sie tun das in aller Regel nicht so sehr, schon auch natürlich für höhere Löhne, das ist ganz wichtig, aber nicht nur für höhere Löhne, sondern für Anerkennung. Also Grund ist eigentlich eine andere Kultur des Umgehens mit Beschäftigten in den Unternehmen durchzusetzen. Also sie wollen sich nicht länger so behandeln lassen. Das ist eigentlich der Kernpunkt in ganz vielen Fällen. Es klappt nur, wenn es Menschen sind, die überzeugend, das sind zwei wichtige Begriffe, und repräsentativ sind. Überzeugend müssen sie sein, indem sie die betriebliche Realität den Kollegen gegenüber im Rahmen moralischer Kategorien empörend darstellen können. Ja? Also sie müssen überzeugend sein, ich kann es gar nicht anders sagen, und repräsentativ. Sie müssen die Belegschaft repräsentieren. Das heißt, die Leute müssen sehen, das sind welche von uns. Ja? Und was die sagen, das ist auch unsere Meinung. Ja? Also überzeugend und repräsentativ, dann erscheint Widerstand legitim und auch ein Erfolg möglich. Das ist auch zentral, dass man sagt, okay, wenn die vorangehen, dann hat es eine Chance. Ganz häufig wissen die Leute am Anfang nicht, das sagen sie selber, was sie tun. Und hinterher sagen sie, wenn ich gewusst hätte, was ich da tue, dann hätte ich es nicht gemacht. Weil sie eine Art von Grabenkampf häufig auslösen, der sehr, sehr lang dauert und unheimlich viel Energie von den Leuten fordert. Ja, sie haben starke Gegner. Sie brauchen einen langen Atem, vor allem vor Ort solide Unterstützer und auch Unterstützung von außen. In der Regel ohne eine Unterstützung durch die Gewerkschaft oder auch andere Menschen klappt so ein Kampf in diesen prekären Dienstleistungsbetrieben auch nicht. Man muss sagen, das klappt inzwischen ganz gut. Ja, ich war noch vor 5 Jahren viel skeptischer, was so das Verhältnis prekärer Aktivistinnen mit Gewerkschaften anging. Das ist besser geworden, offenbar. Und wir haben viele Fälle gefunden, wo es eine unheimlich enge Zusammenarbeit inzwischen zwischen solchen betrieblichen Kämpfen und vor allem lokalen Gewerkschaftsfunktionären gibt. Die werden enge Freunde, rufen sich auch nachts an und also kennen sich dann auch sehr, sehr gut irgendwann. Dass die Gewerkschaft da ist, ist unheimlich wichtig, um die Angst zu bekämpfen für die Leute. Also, weil wenn Verdi oder die IG Metall, noch besser, ja, die große, starke IG Metall, die Sache in die Hand nimmt, dann ist auch glaubwürdig, dass vielleicht man auch ankommen kann gegen den Arbeitgeber. Die Gewerkschaft ist also als Unterstützer moralisch unheimlich wichtig und auch fachlich. In einer strategischen Beratung, für eine rechtliche Beratung, als moralische Unterstützung, bei der Hilfe, bei der Medienarbeit, und eben auch, und das ist jetzt unser Thema hier, für die überbetriebliche Vernetzung. Aber, und ich bin jetzt auch bald am Schluss, jetzt werde ich wieder kritisch, aber ich nenne jetzt einfach mal so ein paar systematische Problemlagen, es kann nicht anders sein, ja, aber die es immer noch häufig gibt und über die wir reden sollten im Folgenden. Die erste ist, was ich nenne es immer Cultural Gap, ja, zwischen den etablierten, bürokratisch, eher manchmal immer noch eher bürokratischen Verdi-Funktionären und den betrieblichen Aktivistinnen. Also das sind Lebenslagen und auch Erfahrungswelten, die manchmal nichts miteinander zu tun haben oder sehr, sehr wenig. Und nicht alle Verdi-Funktionäre
können sich auch auf die betrieblichen Verhältnisse im prekären Dienstleistungsbereich, also in wirklich Bereichen, wo keine Gewerkschaft da ist, einlassen. Ja? Also die kommen mit ihren vorgefertigten Konzepten, sagen, dann wählt halt den Betriebsrat und dann machen wir Tarifbindung. Ja? Aber dass es schwierig ist, ja, und auch gefährlich ist für die Leute, wird nicht ausreichend realisiert, immer noch nicht. Und da kommt es auch zu Fehlberatungen zuweilen, ja, und dann auch zu wechselseitigen Missverständnissen. Ja? Und okay, das soll es auch bei der IG Metall geben. Warum die IG Metall bei meinen Beispielen weniger vorkommt, ist tatsächlich, die haben nicht so viele prekäre Dienstleistungsbereiche oder überhaupt, da müssten wir über Leier weiterreden, die gibt es natürlich auch. Es gibt auch die industrienahen Dienstleistungen, das ist schon richtig. Ja, vielleicht kann man sogar sagen, dass dass Verdi sogar sich mit so Problemen mehr auseinandergesetzt hat als IG Metall bisher, das kann man sogar sagen. Meine Beispiele kommen halt aus dem Verdi-Bereich und im Grunde finde ich auch, dass zum Thema prekäre Kämpfe bei Verdi viel mehr diskutiert wird, viel Spezifischeres läuft, aber sie haben auch die größeren Probleme damit. Ne? Deswegen hat man dann auch die Negativfälle, die gibt es halt auch häufiger bei Verdi, ja? Aber hat nichts mit Verdi-Bashing zu tun jetzt hier. Ja? Okay, also es gibt immer noch einen Cultural Gap, nicht immer im Übrigen, ja, aber das gibt es immer wieder. Was es bei übrigens der IG Metall mindestens genauso gibt, ja, wenn nicht noch stärker, ist sozusagen ein Zusammenprallen von zwei verschiedenen Logiken. Ja. Also die Gewerkschaftsfunktionäre werden darauf getrimmt, Mitglieder zu machen, ja, in der kurzen Zeit, die sie haben, ja, die haben viel zu tun und eine ihrer Hauptaufgaben ist Mitglieder. Ja, so. Also das heißt, was sie auch lernen, ja, ist eine Output-Orientierung ihrer Arbeit. Ja, da muss was rausspringen, nämlich Mitglieder hinterher. Ja, so. Auf der anderen Seite haben wir Beschäftigte, die ihre Existenz riskieren, ja, die überzogen werden mit Klagen, die wirklich sozusagen existenziell in schwieriger Situation sind und denken, die Gewerkschaft, die ist doch für Gerechtigkeit und Würde und so und für das Gute in der Arbeitswelt, die muss mich jetzt unterstützen, ja, so auf Biegen und Brechen, ja. So, und da klaffen sozusagen die Welten auseinander, ne? Also auf der einen Seite eine verständliche Output-Orientierung, was auch was mit Effizienz zu tun hat einfach, und auf der anderen Seite existenziell betroffene Menschen. Ja? Auch das ist eine Quelle von, im schlimmsten Fall, von wechselseitigen Korruptionsvorwürfen versus ihr seid ja verrückt, was ihr da macht im Betrieb. Ja? Auch das gibt's. Dritter Punkt, was es auch immer wieder gibt, das weiß jeder, glaube ich, aus der Praxis, immer dann, wenn die Menschen im Betrieb nicht nur mit Verdi, nicht nur mit der IG Metall versuchen, ihre Kämpfe zu führen, ja, kann es schon auch zu Problemen kommen, weil die Gewerkschaft eine Angst hat, dass ihr das Ganze entgleitet, ne? Dass sie nicht mehr die Kontrolle hat über die Prozesse. Ja, ich sage dazu gar nicht mehr. Viertens, die Organizing-Falle. Ich erwähne es nur, da seid ihr oder viele, die hier sind, wahrscheinlich eher Spezialisten als ich. Organizing ist eine gute Sache in vielen Fällen, aber manchmal sind die Organizing-Projekte viel zu kurzfristig angelegt. Sie sind auch vor allem auf Mitgliedermachen angelegt, also nicht unbedingt, sie finden nicht unbedingt da statt, wo es vielleicht am nötigsten wäre aus einem inhaltlichen Aspekt, sondern da, wo man am leichtesten Mitglieder findet. Also über die Art und Weise des Organizings kann man auch mit Sicherheit. Also im schlimmsten Fall werden die Projekte abgebrochen und die Leute werden im Regen stehen gelassen. Auch das gibt's, ja. Also deswegen, Organizing hat zwei Seiten. Ich bin schon fertig, der Florian wird nervös da drüben wegen der Zeit. Ja. Nur noch so ein paar Anmerkungen und das müssen wir diskutieren. Da kann ich wirklich nur so ein paar Hinweise noch geben. Im Wesentlichen habe ich meine Kritik ja schon gesagt, worüber man diskutieren sollte. Ich glaube trotzdem, es hat sich in den letzten Jahren, gerade bei Verdi, um das jetzt nochmal zu betonen, einiges getan, auch bei der IG Metall, was Organisierung im prekären Bereich angeht. Ich finde auch bei allen Problemen, also ich finde auch die Mindestlohnkampagne, die war erfolgreich. Man muss sie noch erfolgreicher machen, aber also das ist auch ein Erfolg der letzten 10 Jahre trotzdem, ja. Ich finde die Organizing-Strategien gut, ja. Also da läuft wirklich, oder die Flashmobs, die man jetzt organisiert. Also man kann vieles sagen, was besser geworden ist, aber die Zeiten bleiben hart, ne? Also es gibt noch einen weiten Bereich von gewerkschaftlich völlig unerreichten Zonen hier in dieser Bundesrepublik.
und wo auch Gewerkschaftsarbeit so eine Sisyphus-Arbeit ist, ja, weil die Leute auch sofort wieder, die man organisiert hat, die gehen dann wieder weg. Also das ist sozusagen eine Arbeit, die sich nicht lohnt, ja, auch oft nicht in Mitgliedern lohnt, die man aber trotzdem machen muss. Also insofern, die Zeiten bleiben hart und vor allem auch deswegen, man kann jetzt nicht sagen, es gibt die eine richtige Strategie, Organizing ist es oder sowas, sondern man muss in jeder Branche und sogar in jedem Betrieb genau hingucken, wo sind die sensiblen Bereiche, wie sieht eine intelligente Strategie aus, ist sehr unterschiedlich in den prekären Bereichen. Summa summarum, das ist die letzte Folie, ich glaube, ihr seid da alle meine Meinung. Das zentrale Wort oder die zentrale Strategie, wenn es eine gibt, ist der Versuch der Solidarität einfach. Ja? Also der Versuch der Vernetzung, deswegen finde ich die Streikkonferenz hier ganz toll. Das ist genau eigentlich das, was man machen muss, nämlich die Vernetzung von vielen verschiedenen Kämpfen in prekären Bereichen. Also sowohl zwischen den Gewerkschaften, zwischen den Unternehmen und eben auch international. Und alles im Allen, ich würde mir oft eine etwas verrücktere Gewerkschaftspolitik wünschen, die nicht nur oder nicht in erster Linie auf Mitgliederzahlen schaut, also sie muss auch auf Mitglieder schauen, ich weiß schon, aber nicht nur, sondern die die Durchsetzung von Gerechtigkeit und Würde im Bereich der Arbeitswelt zu ihrer Prämisse macht. Vielen Dank.